Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen hier auf der Karte. Aufpassen, Kartenname, Belgic Pro Fonte. Den Kartennamen, den findet ihr auch unten im Text nochmal so unter dem Video. Und ja, ich sag's am Anfang nochmal, wie die Karte heißt, ne? Belgic Pro Fonte. Und es steht auch nochmal meistens im Titeltext der Kartenname. Oder wenn nicht, halt unten drunter, manchmal sogar mit dem Link. Ich verstehe nicht, warum ich immer wieder gefragt werde, weil jetzt gerade schon wieder gestern hatte ich erst das Thema und wupp, heute kommt die Frage, hey, wie heißt die Karte? Also jetzt nicht unter das Ding, sondern hier unter einer Belgic Pro Fonte. Und ja, weiß nicht, viele haben da einfach keinen Bock mitzudenken, glaube ich. Gut, immer noch schön hier. Und ja, er hat hier irgendwie ein Stück vergessen oder er ist hier von der Bahn gekommen. Wie auch immer. Natürlich nochmal korrigieren. Der ist schon oben, ne? Wie komme ich denn hier wieder? Ja, am besten ich fahre mal vorne drauf. So, nein. Jetzt ist der Ton wieder leiser geworden. Also manchmal ist das echt ein bisschen komisch. Na komm, schon zieh dich da raus. Geschafft. Gut, dann machen wir dieses kleine Stück eben selber. Hier soll ja auch Mais angepflanzt werden, damit wir dann hier unserem großen Häckselmann näher kommen. So. Okay. War schon komisch, wenn ich ins Menü reingehe und wieder zurückgehe. Habt ihr das auch manchmal, dass ihr dann Tonschwankungen habt? Oder ist es nur bei mir so? Schon komisch. So. Ja, unser neuer Gruber. Hier schon kräftig eingesaut. Den habe ich ja extra gekauft. Für die kleineren Felder nochmal. Ne? Weil wir haben ja einen großen mit Direktsaat, aber es macht manchmal einfach keinen Sinn. Fällt mir ein, ich habe auch noch zwei Sämaschinen noch gekauft. Ja, stimmt. Die wollte ich noch abholen mit dem Unimog. So, drehen wir nochmal um. Ich glaube, das werden noch zwei Runden, oder? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann halten wir uns hier ein bisschen links. Das ist echt ein schöner Grubber. Und wenn ihr fragt, hey Tom, wo hast du denn den her? Der ist beim Gold-DLC dabei. So. Was sich dann schon durchaus lohnt, wie ich finde, weil ja auch die neue Karte ist ja auch dabei. Also nicht die Belgic Pro Fonte, sondern die Sosnovka-Karte. Die könnt ihr bei mir auch im Kanal sehen. Da bin ich unterwegs mit der PlayStation 4-Version. Wobei, die ja da auch nicht anders ist, ne? Nur, dass wir da halt da keine Mods haben. Leider. So, dann haben wir das jetzt hier auch. Schön gekrubbert, klasse. Ich bin ja immer noch im Überlegen, wie macht ihr denn das mit dem Düngen? Oder wie macht man das auf einem Hof normalerweise? Würde ich jetzt düngen, zum Beispiel mit Gülle oder so? Oder macht man das dann wirklich erst nach der Saat? Packe ich denn den Grubber hin?
Boah, der schleift hier mal rum. Kratzt mir noch den ganzen Hof. Ja, gut, hier habe ich jetzt auch nicht so viel Platz. Jetzt wäre es mal da. Da muss ich mal sehen, ob ich da mal diese kleine Mulde verkaufe. Die brauchen wir ja auch nicht unbedingt, ne? Gut, ich könnte es auch hier unten hinpacken. Da ist ja noch ein bisschen Platz in der Halle. Machen wir es da. So. Da hinten können wir noch dazwischen packen. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Mann, wollte ich die nur noch abkuppeln. Warte mal. Mal ein Stück vor. Gut, Granichen habe ich jetzt nicht, aber machen wir beim nächsten Mal. Wir könnten natürlich auch jetzt mit dem hier nochmal. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt keinen Bock, den umzubauen. Ich hole jetzt erstmal was ran aus dem Shop. Was wir da noch eingekauft haben. Und mal sehen, vielleicht fahre ich dann mit dem MB-Truck noch die zweite Seemaschine holen. Denn wir wollen ja jetzt Mais anpflanzen. Für Häcksel gut, ne? So, und das sind die beiden. Okay, man sieht schon, die zweite ist dann für Mais. Die andere ist so viel Saat. Gut, die nehme ich jetzt mal mit, die kleinere. Obwohl, eigentlich wird es Sinn machen, dass ich wir nehmen erstmal die mit. Dann bringe ich die erstmal zum Hof. Achso, da ist keine Hydraulik dran jetzt. Ah, Mist. Dann muss ich erst nochmal. Muss ich jetzt wieder umbauen. Nicht mitgedacht, Tom. So, einmal ab. Und jetzt einmal umbauen. So, Hydraulik ist dran. Falsche Taste. So. Jetzt machen wir mal rückwärts. Sieht irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, ne? Also jetzt das Gespann, jetzt nicht die Maschine an sich. Die finde ich gar nicht ganz klasse. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch ausklappt. Hey, das ist ja geil, guck mal. Cool. Oh, hast du auch eine ganz nette Breite, ne? Dann gehen wir die mal auffüllen. Ein Seedmaster. Der ist ja hier vorne gleich, da müssten wir eigentlich noch ein bisschen was drin haben. Meine ich zumindest, dann ich habe, naja, am Hof hatte ich jetzt noch nichts gelagert, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher.
Und gleich merken, ob da noch was drin ist, ne? Hier habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass er was anzeigt. Gucken wir mal rein. Ja gut, ist nichts drin. Ein Saatgut. Okay. Aber ich glaube, wir können auch hier vorne Saatgut mitnehmen. Das werden wir zwar jetzt kaufen, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Denn ich weiß gar nicht, ob das da am Hof noch funktioniert. Ich glaube, da gab es irgendwie Probleme. Oder es wurde halt sogar vielleicht mit der Karten-Update da weggemacht. Das kann natürlich auch gut sein. Kann ich hier überhaupt auffüllen? Oder ist da auch kein Trigger? Nee, das sieht auch nicht gut aus. Nee, hier kannst du auch nicht auffüllen. Ja gut, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich jetzt den Seedmaster befüllen, ne? Ich war jetzt hier nochmal dran. Ah, ich glaube, da war was, oder? Ja. So. Ganz mal aufgefüllt. Und dann bringen wir es mal wieder zum Hof. Ja, ich meine, das Feld ist ja auch schnell fertig, ne? Das ist ja auch schnell gemacht. Ich bin jetzt nochmal interessiert gleich, was das Ding jetzt überhaupt für eine Arbeitsbreite hat. Was sind ja mehr als 3 Meter, ne? Ich würde den aber jetzt mal hier vorne stehen lassen. Warte mal. Stell ich den mal hin, dass der Mercedes das Ding mitnimmt. Der MB-Truck, sorry. So. Was ist denn los mit dir hier? Bleibt hier am... Ein Unimog, der am Bordstand hängen bleibt. Mann, 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 Mann. Das ist peinlich, oder? Geht doch gar nicht. So. Wie geht's den Schafen? Ich glaube, alles im grünen Bereich. Ja, gut, komm. Wir können auch den nehmen. Überredet. So, das Gewicht, wo lasse ich das denn jetzt mal? Ich setze das mal hier ab. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Hier ist wieder so doof mit dem Umschalten. Er zeigt das dann wieder nicht richtig an. So. Bäm. Bleibt jetzt aber der Frontlader, den lassen wir jetzt dran, oder? Obwohl auf der Map ist es auch ein bisschen doof mit dem Frontlader, also auf der Map, auf dem Feld. So, jetzt habe ich es. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich es richtig erwischt habe. Ja, genau. Komplett einmal hier lassen. So, und jetzt würde ich gerne nochmal vorne das Fenster ein bisschen aufmachen. So. Die Frage ist, brauche ich das jetzt? Ja, ich würde fast sagen, wir nehmen es wieder mit, das Gewicht.
Jetzt bin ich vorne mal dran. Wunderbar. Und los geht's. Mit dem Gewicht, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Vor allem, wieso macht denn jetzt die unteren Arme da nicht dran? Hab ich irgendwas verpasst? Nee, ich kann da nichts weiter. Das ist ja doof, oder? Also da unten das nicht ausklappt? Man, es hält jetzt, aber schön ist anders. Ich wollte sowieso nochmal gucken, ob es nicht bei dem, von dem Traktor hier nochmal so ein Update gibt. Denn hier sitzt man auch so hoch. Kann mir nicht vorstellen, dass das Original auch so ist. Also zumindest könnte man sich dann sicherlich mal den Sitz so ein bisschen runterdrehen, oder? So, also hier würde ich jetzt nochmal reinschauen. Wir hatten ja hier das Feld schon berechnet. Aber jetzt ist halt das Problem, ich denke mal, dass der jetzt hier ein bisschen breiter ist. Wir können eben nochmal kurz in den Shop reinschauen, welche Breite jetzt die Sämaschine hier hat. Das ist ja diese hier. 3,80 Meter hat er nämlich, ne? Und wir haben es nur berechnet für 3 Meter. Zur Not ist, naja, dann... Lass man jetzt halt so fahren, stand zu teuer. Wir laden mal den Kurs, das ist ja Feld Nummer 7. So. Klappen wir das Ganze schon mal aus. Das hat schon was, finde ich. Und hier ist der Startpunkt. So, dann müssen wir noch gucken, ob Feldarbeit eingestellt ist. Nee, ist nämlich nicht. So. Und sagen dann Abfahrer einstellen. Das habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht. Sorry, düngen und sehen. Wieso fährt das jetzt rein? Achso. Na gut, hier wird er nicht wenig sehen können, aber sieht auf jeden Fall ein bisschen ordentlich aus. Und er macht sogar den Dings raus, das ist gut. Naja, und wenn es ein kleines bisschen überlappt, das wird ja nicht so viel sein. Ist mir immer noch lieber, als wenn du dann irgendwie wieder irgendwelche Lücken hast, ne? Dann machen wir das halt so. Ja, schön. Also ich finde die Sämaschine, ich finde die klasse. So, das heißt aber, so langsam haben wir dann hier alles mit Mais bestückt. Wir müssen hier natürlich hier noch düngen. Da würde ich jetzt den hier nochmal für nehmen. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, ob wir schon Miststeuer haben. Ah, wir spielen aber zu viele Karten. Ne, haben wir nicht, ne? Kein Miststeuer. Ich meine, der Usus wäre auch nicht, obwohl der Kleine hier jetzt auch erstmal reichen würde. Kostet uns auch wieder 17.000. 17.000 bei Mods. Denn den hätte ich dann noch. Hier ist ja auch der Usus nochmal drin. Und der Marshall. Okay. Was,
Das ist ein Miststreuer. Wie geht der denn hier? Da musst du den hier aufklappen, oder was? Ich meine, der wird hier ganz gut zu unserer Karte passen, ne? Ich meine, der passt nicht viel drauf, davon mal abgesehen. Aber wir haben jetzt auch kaum Mist da und ich würde mir das Ding auch nicht gerne mal angucken. Soll ich den mal holen? Wie viel Mist haben wir denn? Wir haben an Mist. Wobei wir auch Mist in eine Kompostieranlage hauen können, ne? Lagerbestand. Ne, warte mal, da muss ich jetzt zum Anfang, oder? Nee, falsch. Da mussten wir dann doch wieder zu den Tieren. Na, wir haben gerade mal 5400. Ist natürlich nicht die Welt. 5,4. Was dann eine Güldegrube ist, das brauchen wir noch. 5,4. Was habe ich gesagt? Was kriegt der jetzt drauf? Sorry, Leute. Der kriegt hier 8000. Also das werden wir noch nicht mal alles komplett unterkriegen. Aber mit dem Mist, das wird ja eigentlich schon mehr werden, ne? Ich meine, der ist natürlich auch noch richtig cool hier. Und der braucht nur 70 PS. Ich kaufe den mal. Ich kaufe den mal, wir holen den mal ab. Dann würde ich fast sagen, wir streuen da mal Mist drauf. Sollten eh nochmal ein paar Kühe anschaffen, mal nicht ein paar mehr. Ja, die Tür lasse ich gerade auf, ich brauche ein bisschen Luft. So. Ja, rechts zum Shop. Da bin ich mal gespannt, wie der aussieht. Ja. Weil wenn wir schon so eine Mod draufziehen, dann will ich die mal benutzen. Und wenn sie halt Müll ist, dann ja, okay, mit Zitronen gehandelt, dann muss ich ja wieder verkaufen. Machen wir halt ein bisschen Verlust, dann ist es halt mal so. So, dann bin ich auch mal gespannt jetzt. Ach, der ist auf der anderen Seite einfach offen. Das sah nur so aus, oder was? Ja, genau. Ach so. Na gut. Ja, aber den Seedmaster, wie gesagt, den würde ich auch gerne mal wieder befüllen. Da müssen wir nochmal ran. Aber wo schmeißt denn der denn den Mist raus? Ich bin mal gespannt. Ist hier noch irgendwelche Sondereinstellungen? Nö. Nee. Deswegen wieder rumspielen mit diesen Feldbegrenzungen, abschalten. Das habe ich hier mal gleich dreifach stehen, ne? Keine Ahnung warum. Komisch. Aber naja, vielleicht funktioniert es ja. Ich würde es gerne mal wieder probieren, weil wenn es denn funktioniert, dann könnte man nämlich auch die... Warte mal. Da könnte man nämlich auch das Gras mal wieder düngen. So, ich schraube noch kurz das Nummernschild dran und danke euch fürs Zuschauen und die Zeit ist mal wieder weggerannt. Ich könnte jetzt noch weitermachen, aber... Wie es halt immer so ist, ich muss es hier noch online kriegen und ich bin schon ja viel zu lang. Ich habe mir heute vorgenommen, hey Tom, heute machst du nur 15 Minuten, dann bist du mal einigermaßen pünktlich und was ist? Naja, sei es drum, YouTube, vielen Dank fürs Feedback, macht's gut, ciao.